Ja, ich will dahinter. Scheiße, dahinter ist ja auch was. Komm ich da irgendwie hin? Was irgendwas mit Türen muss ich in der Nähe befinden, ne? Ach so, Edzard, ich glaube, jetzt sind wir in der Nähe von so einem Ding, oder? Da! Deswegen haben wir das gehört. Sehr schön. War das hier gleich? Nee. Hä? Ach da! Mal schauen, wie es bei dem ausschaut, genauso? Oh, schade. Ich dachte, die schauen wenigstens bei jedem anders aus. Grüner Eitelkeitssamen. Es ist abscheulich und gleichzeitig verlockend. Warte mal. Nein, ich komme ja oben gar nicht weiter, sehe ich gerade, ne? Fällt mir jetzt gerade erst auf, ich hätte so oder so runter gemüsst. Alles klar, dann habe ich gar kein Problem mit. Dran. Ah, genau hier sein. Flix, was zur Hölle ist hier bloß los? So viel Gold, der Glanz tut richtig in den Augen weh. Die extreme Verzerrung hier zerreißt den Raum fast. Auf der Karte ist er auch nicht. Wir müssen die Wahrheit mit unseren eigenen Augen offenbaren. Warte mal, ich kann ja hier, glaube ich, übereinander, ne? Badabum. Ja, ihr Spackos. Tja, für euch habe ich was Schönes. Warte mal, den habe ich auch noch nicht, ne? Ja, aber ihr seid leider vier Stück, deswegen muss ich euch ausradieren. Wärt ihr nur drei, hätte ich es gemacht. Oh, ihr gibt nur 88 EP. Ja, verdammt, hätte ich euch doch holen können. Ist doch Durchgang, Alter. Bist du verarscht? Zeitenwelt überrascht mich nichts mehr, aber dieser Ort ist einfach bizarr. Okay, also wohin sollen wir gehen? Ich habe keine andere Wege gesehen. Und du? Hm, was ist das? Boah, die Wand hat sich abgestellt. Also zog ich drauf, das war gar keine Wand. Verstehe, es war also nur Tarnung. Wenn du es nicht gemerkt hättest, wären wir ewig gefangen gewesen. Gut, aber du hast es geschafft. Du weißt, dass das nur Glück war, oder? Bei uns könnten noch mehr solche Wände sein. Halte die Augen offen. Ja, ja, aber ich würde es da noch nicht durch. Du gehst doch auch runter, oder? Scheinbar nicht. Also jedenfalls noch nicht. Boah, waren wir gerade selbst verzerrt? Scheint selbst also alles weitere so zu verzerren zu sein wie der Raum hier. Dieses Gemälde hier. Das ist sicherlich eine Illusion. Wir sind schließlich immer noch in einem Palast. Selbst ist wahrscheinlich echt. Ist hier nicht alles Fälschungen, auch wenn das echte Bild vielleicht irgendwo hier ist? Hm. So, ja, ja, hier, also müsste es doch irgendwie mit dem Ort verbunden sein. Das Gemälde ist das Sayuri. Marais Palast. Ein gravierender Unterschied gibt es. Sieh mal genau hin. Es ist nicht schwer, sie zu unterscheiden. Was sagst du dazu, Joker? Das ist das Original. Genau, das stimmt. Du hast echt ein Auge für Details, Joker.
Echt jetzt? Ist ja krass. Heftige roter Kleider, ihr betörendes Haar, die subtile Balance von Objekten und Hintergrund. Zwar nur eine Illusion sein, aber es ist zweifelsohne die Kopie des Maan Sayuri. Einfach weggeflogen. Einzige, was mich gerade stört. Ist, ob hier auch irgendwo so ein Samen ist. Nicht neu. In der Fälschung zu blicken hat wohl ein Weg zur Wahrheit geöffnet. Hin, das ist ein goldener Ort, Folge Fälschung. In der Spiegel Maram ist er perfekt wieder. Und wie in der Realität legt er jene herein, die es seine Lügen nicht durchschauen. Kein Wunder, dass die Verzerrung hier so stark ist. Und was heißt das jetzt? Wir müssen erst das wahre Sayuri finden, dann löst sich die Verzerrung und ein Weg öffnet sich. Müssen wir alle überprüfen. Warum sollten wir das tun? Suchen wir einfach das wahre Bild, falls wir es unterscheiden können. Na. Die sind beide falsch. Fälschung. Ist korrekt. Toll gesagt, Joker. Ah, da drüben. Das da. Na. Ja, das ist das wahre Sayuri. Es mag nur eine Illusion sein, aber an seiner Anziehungskraft besteht kein Zweifel. Sehr gut, Joker. Eigentlich fehlt nur der blöde Ast. Ja, warte, mach doch das auf. Sehen wir uns das genauer an. Ja. Okay, also kann dahinter sowas auch sein. Geht's denn dahin? Alter, das sind ja auch welche. Warum ist hier eins? Da ist eins, das ist eigentlich alles dabei. Zwei sind blau, die sind für den Arsch. Bei einem fehlt der Ast, bei einem ist der Ast mit dabei. Warte, aber wir haben hier zwei so Dinge. Ah. Scheiße, was war das? Was ist da der Unterschied zu den anderen? Na. Ah, die Haare sind hinten, da fehlt der Ast. Eine Fälschung. Zeug gesagt. Ach ja, da sind die Haare hinten. Die anderen zwei sind blau, bei dem einen fehlt der Ast, bei dem anderen sind die Haare hinten. Aber was ist mit dem da? Da sind auch die Haare hinten. Na. Original? So. Ja, das ist das wahre Sayuri. Ich mag nur eine Illusion sein, aber so eine... Ach ja, der labert immer dasselbe. Hä, wo zur Hölle ist es hingeflogen? Ja, was ist da hinten jetzt dann? Ist das auch weg? Ja. Kann ich das? Okay, hier ist eh nix. So, da rein. Verdammt, was geht hier eigentlich vor sich? Ich hab's schon gesehen, es muss sich doch noch was geändert haben. Ja, das ist da unten. Ah, das ist hier nicht neu. Sei vorsichtig, okay? Je tiefer wir vorstellen, desto stärker wird die Verzerrung. Hier, Haarpinsel. Und wieder was zum Aufsperren. Blankokarte. Sind wir jetzt schon beim Schatz? Da vorne, ja. Ah, das ist... Wie erwartet, Madarame. Ist das hinter ihm der Schatz? Schwer zu sagen von hier, los. Das schauen wir uns aus der Nähe an. Boy. Ach, ich wusste. Asoko ka. Da ist er. Moya moya shite nai? Ima wa na. Yokoku o dashite, Madarame ni ubawareru to ninshiki saseria. Otakara ga jittai ka shite. Yahoo, konnichiwa yo. Was war denn das? Yahoo, konnichiwa.
さてな。自画像とかじゃねえの。マダラメの現実をここまで歪ませた根源か。で、どうなんだよ。これでルート確保ってことでいいのか。うん、場所は分かったが。 ルート確保とは言えないかもな。あ？なんでだよ。周りを囲んでいるあの赤外線か。しかもさらに外側をかなりの数で固めてる。強行突破は難しいだろう。奪う方法まで目処つけなきゃってことか。鴨志田より手強いね。だがもう一頑張りだ。このフロアを調べて回るぞ。 Okay, da hinten ist ein Safe Room. So. Was ist jetzt hier? Ah, Sicherheitsraum. Oh, der Kontrollraum. Hier können wir doch die Laser abstellen, was? Oh, dafür brauchen wir gar kein Passwort. Was willst du also tun? Öffnen wir die Rolltore. Alles klar. Drei Orte erkunden. Probieren wir die anderen auch aus. Schalten wir die Laser aus. Es passiert nichts. Nur laut Madarame kann das Terminal bedienen. Grund, höchste Sicherheitsstufe in Kraft. Man weiß völlig umsonst hierher zu kommen. Es hat den Anschein, dass wir nicht in der Lage sind, die Infrarotsensoren abzustellen. Nee. Probieren wir die anderen auch aus. Was? Was soll das zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher. Es scheint ein Stromausfall zu sein. Unser Stromgenerator soll das gleich wieder richtigstellen. Was für eine unschöne Überraschung. Könnte das vielleicht... Hey, du da! Mr. Strom war ganz schön schnell wieder da. Ja, und die Infrarotsensoren gingen wie ein Stromausfall auch nicht aus. Von hier können wir den Strom also nur für ein paar Sekunden abstellen. Moment mal, die Wache, die da gerade rausgerannt sind, kommen das nicht so in unsere Richtung? Oh, ihr habt euch also eine Stromversorgung zu schaffen gemacht. Mist, wir haben Gesellschaft. Ist hier wieder der Papierfuzzi, oder? Ach nee, der bloß. Hey Boys, was geht ab? Ich habe auch einen für euch, deswegen weiß ich, wie ich mir euch platt mache. Oh, falscher Knopf. Super, ich hatte natürlich genau den, der wurde es. Haha. Blöd bloß, dass ich auch einen mit Zio habe. Ach scheiße, genau jetzt hätte ich den Joker öfter benutzt, den Skull öfter benutzen können. Aber den benutze ich eigentlich am wenigsten, weil es halt jetzt oft mit reinkommt. Das kam überraschend. Und mehr als ein paar offene Rolltore haben wir auch nicht erreicht. Können wir nur die Lichter für einen Moment ausschalten, aber der Laser bleibt aktiv. Tja, da müssen wir wohl nachsehen, was hinter den Rolltoren liegt. Oder man geht einfach da oben rein. Oh, oder auch nicht. Da hinten geht's raus, da geht's hoch. Mal eine der Türen befindet sich in der Nähe. Was ist denn da oben? Ups. Oh, nochmal eine weg.
Ah, hier Spackos, bitte. Ist die Frage. Okay, Garu haben wir beide noch nicht ausprobiert. Ah, ich kann gar nicht wechseln. Ne? Ja, dann halt nochmal mal Buhu. Ja! Reden, gib mir deine Kraft. Gib mir nicht anderen Schatten, bla bla bla. Ich bin Ame no Uzume. Warte mal, war das die denn, wo wir holen müssen? Für die Caroline und die Justine? Jack Frost und ich bin auf 18, Alter, geil. Jetzt können wir den scheiß Papiertypen holen. Rakunda. Das sind überall so Dinge. Warte mal, erstmal. Da das Safe Room noch, der zweite. Die Besprechungen hier sind sowieso meistens für den Arsch. Das müssen wir erst noch aufmachen. Oh shit! Takarabako atta se! Abaite! Der ist immer noch auf 20, verdammter Penner. Warte mal, was sind die anderen zwei? Garu. Galzio. Und auf die Tagamak. Also Panther halt. Und weg mit dem Gesocks da. Ich meine mal, die können da hier machen, was sie wollen. Ja, die sind so schwach, aber die gehen Erfahrungspunkte, das reicht doch schon. Da geht's bloß so rüber. Ups. Und der nächste. Und auf den Skull. Die schauen schon so belämmert, die müssen weg. Das ist Müll. Und das Skull ist auf 18. Ja, ich höre es hier. Dahinter muss noch irgendwie ein Raum sein, aber da muss ich wahrscheinlich eins auf. Oh, sieht auch aus wie eine Sicherheitszentrale, oder? Nein, von hier aus werden wohl die ganzen Mechanismen der Ausstellungshalle gesteuert. Sinn bei diesem ganzen hängenden Kunstwerken einen eigenen Kontrollraum dafür zu haben. Die Gabe des eines Künstlers ist echt umwerfend. Frage, wie komme ich da oben hin? Hm, glaubst du, damit kannst du die Kabel der hängenden Kunstwerke bewegen? Ah.
Hey, da ist doch direkt über dem Schatz, oder? Schau mal, über dem Schatz gibt es auch keinen Laser. Eine echt große Sicherheitslücke, aber was sollen wir tun? Nach unten springen und ihn schon schnappen? Wenn das nicht rausschaffen, wenn wir das tun, schau mal nach oben. Oh, ein Kran mit Haken. Haben wir vorher nicht etwas gesehen, das wie eine Kransteuerung aussah? Gehen wir zurück und sehen mal nach. Nein, jetzt wird erstmal. Nur ein Fenster. Ja, ich muss doch. Stopp, halt, die bemerken das noch, wenn du weitermachst. Hol dich schnell wieder hoch. Das könnte sehr nützlich sein. Willst du dich an dem Haken abseilen, würden die nicht sofort sehen, wie du unten bist? Und ich kann etwas unternehmen, damit das nicht geschieht. Die Dunkelheit ausnutzen. Genau, das ist unser Joker. Stimmt ja, wir können das Licht im anderen Kontrollraum ausschalten. Aber nur ein paar Sekunden, das ist nicht genug Zeit, um es bis hier dahin zu schaffen. Werden wir uns aufteilen, zusammenarbeiten, um den Raub durchzuziehen. Eine Person stellt den Strom ab, ein anderer senkt den Kran und ich hole den Schatz. Funktioniert, ich denke, die werden fix merken, dass was da abgeht. Manchmal musst du etwas wagen, um etwas zu gewinnen, oder? Hast du jemand bessere Vorschläge? Ich finde den Plan gut. Sehr gut, Joker, du verstehst echt, was es heißt, ein Phantomdieb zu sein. Es ist entschieden, die Inflationsjude ist gesichert. Soll das ein Witz sein? Zeit für die Prangerkarte. Ja, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie man die ganze andere Scheiße kommt. Ich bin gerade irritiert. Oben ist auch was. Können wir das erst machen, wenn wir den Schatz klauen? Nee, das wäre bescheuert. Ist das nur ein Fenster? Ich muss da irgendwie hinkommen. Ah, warte mal, da ist ja noch ein anderer Ausstellungsding, ne? Ah, ja, okay, ich komme jetzt mit. Geh da hinten so. So, jetzt gehen wir nämlich dahin. Dann gehen wir da außen rum. Hä? Nein, da. Jetzt hat. Haha, gut versteckt. Und ein Schatz haben wir auch noch. Ja, hopp, hau rein, Mann. Für ein Skull? Zen-Outfit. Ausrüsten. Ach, 86. Da. Da ist was zum Kriechen. Ja, das hört sich doch gut an.
Da ist die Tür, die was wir nicht aufmachen konnten. Unten ist noch ein Gegner. Ah, hier sind auch Schatten. Wir sammeln hinter der Tür, allerdings können wir echt eine schöne Reihe hinzubekommen. Da war erst hochheilen, Skills, Morgana, Via. Seid ihr bereit? Gehen wir. Ah, das ist auch egal, den habt ihr ganzen Ort hier gesehen, kommt ihr nicht mehr lebend weg. Und was bist du? Ein Digimon? Okay, das könnte übel werden. Der ist auf Level 20. Okay. Oh, Glück gehabt. Okay, das ist das Richtige. Sehr gut. Ja, die meisten sind dagegen irgendwie verwundbar. Hirnklau. Was macht das? Entgiften. Ah, haha. Ein Angriff eines Verbündeten. Ne, müsste ich bei dem nicht Magie erhöhen? Ne, ist schon so. Status-Effekt überwunden, Mapsio. Alter! Sehr gut. Und dann können wir noch mit dem... Ja, der ist jetzt so gut wie tot. Boah, aber den seine Attacken haben ganz schön reingehauen. 520 und 7-1. 18-18. Brutaler Angriff. Aber uns fehlt immer noch eins. So, die Frage, wo mein letzten kriegen. Ach, fuck. Jetzt hab ich's weggedrückt. Morgana, unser Energiespender. Ja, war der letzte nicht auch hier? So, nochmal zurücklatschen. Vielleicht können wir oben noch irgendwas reißen. Halt, warte, wir sind jetzt vorbeigerannt. Ist ja auch noch was, ne? Ja, scheiße, da geht's aber hier nirgends weiter. Das ist hier dann der andere Ort. Und da oben geht's dann raus. Shit. Wo finden wir jetzt den letzten? Scheiße.
Aha. Fuck. Fuck, 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 fuck. Mich wundert es halt, dass in der einen Welt keiner war. In der da. Kann man doch keiner erzählen, dass hier keiner ist. Morgana sagt es einem ja normalerweise, wenn was in der Nähe ist. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, da oben kommen wir gar nicht hinauf, ne? Mal so durchlaufen. Warte, was hier? Ah, ich sehe das, was da drüben ist, ne? Wo es hochgeht. Wenn ich jetzt da nochmal durchgehe, komme ich einfach da raus. Ja, das ist der da. Scheiße. Normal bin ich keiner, der wo Sammelbares sich holt. Aber nachdem das hier schon echt geile Effekte kriegt, dass man gut heilen und 3 Runden mehr Schaden, ist schon eine echt geile Sache. Da ist dann die Frage, was bekommen wir hier von Madarame, vor allem nachdem es halt umgebaut wird. Kann sie das? Achso, ja, wir müssen ja eh noch auf. Ah ne, warte, da runter. Könnten da was sein, Richtung Anfang eher?